Der Mehrwert einer Crayon in diesem Umfeld ist, dem Kunden zu helfen, A, Compliance und Kontrolle herzustellen, daraus abgeleitet massive Cost-Savings, in bestimmten Fällen bis zu 40%, also im Durchschnitt sprechen wir zwischen 20% und 30% Cost-Savings. Der dritte Teil der Value Proposition ist, der Kunde erhält Planungssicherheit und Transparenz. Das bedeutet, er ist sicher vor bösen Überraschungen letztendlich. Also es gilt letztendlich Menschen mit ihren Rollen, die Technologie, also die eingesetzte Software, das zusammen in einem gemanagten Prozess zu führen. Ich nehme ein Beispiel heraus. Es ist für ein Unternehmen heutzutage fast unmöglich, die sich dermaßen schnell verändernde Welt der Lizenzmetriken zu beherrschen. Also selbst große Unternehmen, die vielleicht eigene Bereiche haben mit Lizenzmanagern, sind nicht in der Lage, die Vielzahl der Änderungen, all diese Dinge in time letztendlich so zu realisieren, dass sie ein Optimum geben. Und hier ist Crayon der Spezialist, der natürlich auch aufgrund der Erfahrung mit ca. 3.500 bis 4.000 Mandanten, Kunden in Europa, über Dinge Bescheid weiß, ich will das mal so nennen, was Nebenabreden einzelner Kunden mit den Herstellern angeht. Davon kann man im Einzelfall durchaus profitieren. Die Branche ist sich klar, dass Software as a Service immer mehr im Vordergrund steht, also Cloud-Themen im Vordergrund stehen. Möglicherweise auch wird es einen Trend geben, wo man Application Management, solche Dinge betreiben muss. Und vielleicht wird es für viele Spieler im Kanal ein Thema sein, als eine Art Clearinghouse zu funktionieren zwischen Hersteller und Kunde. Eine Crayon wird sich wie in der Vergangenheit auf dem Advisory-Feld betätigen, weil wir glauben, hier ist die größte Wertschöpfung für den Kunden zu erzielen. Das Schöne, wenn wir in SAM-Projekte einsteigen, in der Regel finanziert es sich von selbst, weil sie einfach Quick-Wins realisieren, indem sie redundante Software austauschen. Damit sehr häufig auch dem strategischen Interesse des Herstellers gerecht werden, weil viele kleine Softwareanbieter werden durch einen größeren dann ersetzt und er besetzt mehr Plattformen beim Kunden und erhöht damit sein Wallet-Share.